meine Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Heute machen wir mal ein paar Pizzabrötchen, die wir innen drin mit Mozzarella füllen und dann wird das Ganze im Herd gebacken. Für unseren Pizzateig verknetet ihr Mehl, Trockenhefe, Salz, Olivenöl und Wasser. Ihr verknetet das Ganze jetzt mit einer Küchenmaschine, so wie ich, oder einfach mit den Händen. Damit haben wir dann unseren Teig fertig. Den deckt ihr jetzt ab und lasst ihn gehen, bis er sich sichtbar vergrößert hat. Als nächstes braucht ihr jetzt Mozzarella und den schneidet ihr euch in kleine Würfel. Als nächstes nehmt ihr euch jetzt immer etwas Teig von der Teigmasse weg, drückt den Teig platt, dann nehmt ihr euren Mozzarella, legt ihn hier rein, klappt das Ganze zusammen und formt das dann zu einer Kugel. Die Kugel legt ihr dann in eine gefettete Auflaufform und so verarbeitet ihr dann den ganzen Teig. Dann bestreicht ihr die Kugel noch mit einem Eigelb und dann lasst ihr das Ganze noch mal eine kurze Zeit ruhen. Dann backt ihr die Brötchen bei 200 Grad ungefähr 30 Minuten. Und so sehen die Brötchen dann fertig gebacken aus. Ich lasse die Brötchen jetzt noch mal kurz abkühlen und dann schneide ich euch mal ein Brötchen auf, damit ihr das Ganze mal von innen seht. So, und jetzt seht ihr das Brötchen mal von innen. So, meine Lieben, das war es dann schon wieder für heute. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Lasst es euch schmecken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.